Hallihallo und willkommen in der Cathedral. So eine kleine Sache. Vielleicht schaffe ich so Isaac, da kann ich mal Isaac zeigen. Yay. Wäre schön. Er nimmt einfach nur auf, um anzugeben. Muss meine Vollhelfspille nutzen. Die neue Cathedral-Musik ist aber doch ein bisschen cool. Eine Bad-Trip-Pille. Ich hab auf jeden Fall das OP-ste Item, was es gibt. Diesen kleinen Buddy da. Naja, der ist nicht so OP. Wenn du zum Beispiel Herznot hast. Naja, bei Sessel hat man normalerweise keine wirklichen Herzcontainer. Ich hab das Item Sojabohnen, das ist richtig komisch. Kämpfer das erste Mal gegen diese Shopkeepers in Rebirth. Du schießt ganz, ganz viele kleine Tränen, die kaum Schaden machen. Nochmal Speed Up. Und der Geheimraum. Karte. Joker. Drei Seelenherzen. Lol. Krieg. Hast du eigentlich schon mal Krieg gesehen? Nee, ich hab die Reiter gerade erst freigeschalten. Total cool. Ach ja, Moritz hat Mams Herz, Mam besiegt. Ja, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Ich hatte aber auch einen OP-Ran. Jetzt ist es auf einmal ein Männerchor im Hintergrund. Im normalen Isaac war es ein... War das ein... Naja, auf jeden Fall ein anderer. Ich geht Männer. Brimstone Band spinnen. Cool. Alter, ich möchte endlich mal zu Isaac. Mit meinen Herzen, die ich habe, könnte ich das vielleicht sogar schaffen. Könnte ich es schaffen? Ich sehe, wo es hält, du Dings. Oh, nicht die Engelsbabys. Irgendwie meine Map ist von Anfang an aufgedeckt. Von welchem Item kommt das? Welches hast du denn? Ich glaube, das kommt von Crystal Ball. Hast du den immer noch? So lange bist du schon in The One? Ja. Alter, schon seitdem ich mit ihm Skype und das ist schon seit einer Dreiviertelstunde. Ist er nicht mehr. Ja, zwischendurch musste ich ja noch was für meine Eltern machen. Ist doch egal. Und Leute, wurde weg. Ich wurde in den Teufelsraum geportet. Ist das geil. Und da kommt dieses dieses Headless Baby. Ich habe bisher noch nie Krampus gesehen in diesem Spiel. Kommt überhaupt vor? Weiß ich nicht. Hehehe. Ich ziehe jetzt eine Blutspur hinter mir her. Boah, als ich noch in The Womp war, dachte ich, ich schaffe das auf keinen Fall. Nun ja. Jetzt habe ich wieder volle Herzen und noch 4 Seelenherzen dazu. Übrigens, es gibt ja jetzt diese 12 Zodiac-Items, diese Sternzeichen-Items. Und ich habe gerade das Löwezeichen, also Leo. Da kann ich alle Steine, die ich berühre, werden sofort weggemacht. Das weiß ich. Ja, aber ich erzähle das doch deinen werten Zuschauern. Die nicht existieren. Nein? Keine Ahnung. Naja, ich meine, wenn jemand dein Video anguckt, musst du ihm doch auch die Dinge alle erklären. Gut, das werde ich. Mega Fetti. Ja, erklär ihnen alle Dinge über Mega Fetti. Er ist mega fett. Okay, ja, okay, das hast du jetzt schon erklärt. Das wollte ich eigentlich machen, aber du hast mir meine Arbeit gestohlen. Tja. Das zeigt sich mal wieder, wer der bessere Let's Player hier ist. Du bist ja auch eher angefangen als ich. Ja, aber nur unwesentlich. Ja, trotzdem. Du hast immer noch mehr Abonnenten als ich. Ja, wie viel hab ich nochmal? 13? 13? Wie viel hast du? 7, 9. 7 war vor 3 Monaten. Bevor ich AIFA angefangen hab. Beziehungsweise bevor ich Dennis mal wieder gesehen hab. So, jetzt würde ich mal den Boss versuchen. Ich weiß nicht, das was das erste Mal hat das Brain mir was genutzt. Oh, warte, ich geh in den Shop. Was ist das? Starter Deck! The Sun. Geile Item. Ja, das macht sehr viele Effekte. Macht das nicht Schaden? Oh, Monstro 2. Mit mit Sojamilch. Ich mach überhaupt keinen Schaden. Also jetzt wirklich überhaupt nicht. What the fuck? Ich bin mal Isaac. Ist erst Isaac.
Schaffst du's? Okay, ich weiß, was der Lukas meinte mit dieser Attacke, mit dieser Milchstraße. Die Musik ist episch. Aber da kann man ausweichen. Hat Lukas auch schon gegen Eis hier gekämpft? Ja. Achso. Der spawnt schon bei der zweiten Phase, die Babys. Auch Isaac wurde Härte gemacht, ja? Nein. Ich habe ihn gleich besiegt. Was? Doch, er wird schon bei der Hälfte. Er bewegt sich, ah! Was ist denn das hier für eine Scheiße? Er bewegt sich, er bewegt sich! Was? Er bewegt sich? Oh mein Gott. Ein Baby kann sich bewegen? Naja, er hat jetzt Flügel. Naja, hatte er schon auch vorher. Er bewegt sich aber jetzt wirklich. Ich habe ihn gerade bewegen gesehen. Vielleicht Rückstoß von deiner... Die Musik ist epischer, als ich dachte. Was ist das? Mom's Coin Force. Yeah, Mom's Contact has appeared in the basement. Obwohl... Das ist so eine Art... Ich höre eine E-Gitarre im Hintergrund. Maelo musste Pecolus verbessern. The High Priestess! Das ist eine gute Karte. Was denkst du, Sun oder High Priestess? Mom. Max. Warte, ich gucke gerade das Ending an. So. Es ist genauso einfach, Alter. Der guckt in den Spiegel, hat eine Bibel in der Hand und hört zu SS. Haha, keine Ahnung. Max? Das ist nicht SS, er hat keine Hörner und keine Flügel. Sun oder Priestess? Sun. Ich hätte gerne ein paar mehr Seelenherzen. Der Satanic Bible, Alter. Oh, jetzt bin ich in der Ebene von Mama. Hä? Debs zu. Lol. Das ist doch Mama, oder? Ich glaube, ich habe jetzt... Ich habe ein schwarzes Stück Polaroid und ein weißes Stück Polaroid. Hä? Was? In dem... Ich weiß nicht. Guck einfach mein Video. Meine Videos. Ja, guck meine Videos. Guck mal. So, und jetzt gucke ich nochmal für das extra für das Video ein paar Endings durch, die ich nicht gesehen habe. End 5 habe ich nicht gesehen, weil ich da Satan gemacht habe. Theoretischerweise müssen wir das mit der... Komm schon, irgendein geiles Item, was meinen Schaden erhöht. Ich halte das gerade nicht mehr aus. Isaac. Ja! Ja, das war die noch Hand. Noch ein Zodiac-Item. Taurus! Nein! Hier, End 6. Da stand Rage is building. Kann es sein, dass ich jetzt Rage kriege, je mehr Gegner ich töte? Keine Ahnung. End 6, ja. Oh Gott. Alter! Übergibt sich einfach in die Kiste und es explodiert alles. Weil da hat LOL, was zum Teufel, ich bin unbesiegbar kurz? Warum? So, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Tschüssi. Sag tschüss, Moritz. Ja, tschüss. Oh.